Willkommen, Freunde, zu Our Secret Below. Wir sind sozusagen eine Person, die entführt wurde und die jetzt entkommen muss. Da bin ich mal gespannt. Das Spiel soll erscheinen im Sommer 2020. Oh ja, da sind wir schon, liegen wir schon angekettet. Oh mein Gott! Irgendein krankes Schwein hat uns da eingekerkert. Ja, da gibt's keine Entschuldigung für. Don't you see that? I have to keep doing this. Who the fuck are you? Get away from me! It hurts me so much to hear you say that. If you don't love me, I have no choice. I know you aren't her. I'm not stupid. Not stupid. Well, you will learn to love me, and if you won't, the next one will, and I have no use for you. Weil der kranke Typ echt. Naja, also den werde ich wohl nie leben. Lieben. Ich werde wohl eher hier erstmal fliehen und raus gucken, dass ich hier rauskomme. Hey, you have gone way too far. I knew up to some strange shit down here, but nothing like this. I don't need any judgment from you. You brought yourself into this. I only helped you to make sure I didn't get screwed over once I knew you were. Ah, das ist jetzt die Frage, ist das Schizophrener oder sind das wirklich zwei Personen? Now. She cannot leave. She's not leaving. Okay? None have ever left. Jesus Christ, there's been others. Nothing is going to happen to you. She has 4 hours for everything to finish, and then she's gone. Now, you're going to get out of my face, leave my house, and not speak to me about this again. Are we clear? You're a goddamn psychopath. Wait! Wait, oh God! Jetzt ist einer abgehauen und verlässt das Haus. Okay, aber ich glaube eher, dass, wie gesagt, dass er schizophren ist oder so. So, wir schauen mal, dass wir jetzt hier irgendwie rauskommen. Tja, ist das hier ein Fleck am Boden? Ja, können wir hier an der Wand kratzen oder so? Was ist das hier? So, I'm not the only, ich bin nicht das einzige Mädchen hier. Ah, sie hat hier was für uns versteckt. Okay. Also hier ist irgendwas versteckt, wo wir, dem wir hier irgendwie entfliehen können oder so. Oh, was ist das denn? Ah, alles klar. Den Bolzenschneider, sehr gut. Können wir jetzt auch aufstehen. So, das haben wir schon mal geschafft. Wir sind schon mal draußen. Prima, prima. So. Hier war ja nichts. Gucken wir mal, was haben wir denn noch hier? Hier ist eine Uhr. Oh, wer klopft da denn? Okay, hier werden, ich werde wahrscheinlich nicht das einzige Mädel sein, die eingesperrt ist. Okay, das sind Platten. Aber die können wir auch nicht einstecken. Also wir suchen erstmal nach Gegenständen, würde ich sagen, die wir auch einstecken können. Eine alte Spraydose. Was haben wir denn hier? Okay. Hier ist auch nichts drin. Oh, Schraubendreher. Den nehmen wir doch mal mit. Was haben wir hier? Ist nichts weiter. Hier können wir auch nichts mitmachen. Was ist damit? Hier sind 4 Boxen. Hier ist auch wieder eine Spraydose, da können wir auch nichts mitmachen. Okay, das haben wir schon gesehen. Eine Box mit einem Code. Ah, okay. Ja, braucht man einen Code für. Alles klar.
ist hier? Was ist das? Computerspiel oder so? Na, geh wieder zu. Ah. Alles klar, Spielebox. Aber können wir auch nicht einsammeln. Noch eine. Oh, die ist abgeschlossen. Alles klar. Computer. Locked. Gibt's da irgendwie einen Code für? Nee. Keine Chance. Oh, hier sind ja auch Schubladen. Da ist aber nichts. Ah, eine Taschenlampe, oder? Können wir die... Naja, mach die Schublade mal auf und zu. Hä, können wir die nicht greifen? Doch, jetzt. Das ist so ein bisschen heikel mit der Steuerung. Können die auf jeden Fall nehmen. Oh, was hier? Ach du Scheiße. Da liegt ja noch wer. Ich werde wahrscheinlich nicht die Einzige sein, die entführt wurde. Ja, hier ist immer nur, dass er durchguckt. Dass sie durchguckt, ja. Okay. Wir werden wahrscheinlich noch irgendwas übersehen haben. Tja, was haben wir denn noch hier? Oh, Bild. Ah, ein Schlüssel. Alles klar. Mit dem Schlüssel können wir ja auf jeden Fall irgendwas öffnen. Und zwar, wenn ich mich richtig erinnere, ist das die Schublade da unten, die verschlossen war und nicht rankam. Hier irgendwas machen? Nee. Hier ist eine Fernbedienung. Nö. Können wir auch nichts machen. Merkwürdig. Was ist das? Oh, da können wir... Ah, ein Spaten. Oder eine kleine Schaufel. Alles klar. Naja, machen wir erstmal unten die Schublade auf. So, was haben wir denn da? Und mal aufmachen. Achso, Open ist ja Z. Okay. Also Art so eine Liebesgeschichte. Gehen wir mal nach vorne. Jumper Cards. Okay, wir brauchen Jumper Cards für den Computer. Auch interessant. Aber jetzt auch Read gehen. I need Jumper Cards. Okay, Firebox. Ah, das ist wahrscheinlich... Die Firebox ist die, die wir gefunden haben mit den vier Zahlen. Hm. Okay. Oh, was passiert denn jetzt? Ach du Scheiße. Jetzt hat's aber die totalen Ausfall, eine richtige Psychose. Heftig, heftig. Tja. Oh. Ist das ein Zahlencode, oder? Ist interessant. Alter Schwede. Heftig, heftig. Oha, das geht noch weiter. Das ist wahrscheinlich wie so eine Art Weg jetzt hier, ne? In ihrer Psychose. Um da rauszukommen. Alter Schwede. Boah, heftig. Es ist natürlich schlecht, dass es einem gerade passiert, während man flüchten möchte.
Ah, hier ist ja auch noch was. Ah, da ist nichts drin. Okay, ja. Dann gucken wir uns mal den Code an. 4132. Okay. Da wir die Zahlen, ist mir ja vorhin schon aufgefallen, nicht verstellen können, wird das wahrscheinlich so sein. 4, 1, 3, 2. Jo, hat funktioniert, prima. Alles klar, jetzt haben wir die Karte für den Computer. Hoffe ich doch mal. Frage, wie kriegen wir okay, wir müssen wahrscheinlich ich wollte schon wieder I drücken fürs Inventar, aber das ist ja in dem Spiel ja gar nicht so. Lass uns das hier mal angucken. Jumper Overcard. Die müssen wir jetzt ja irgendwie im Computer reinkriegen. So, können wir denn irgendwie in dem Computer irgendwie eine Karte reinstecken oder so? Machen wir einfach einen Test. So, System gelockt. Aber wir haben doch diese Karte. Wo stecke ich? Die müsste ich doch normalerweise. Mal die erstmal zu hier. Die müsste ich doch irgendwo reinstecken können. Ne, hier oben vielleicht? Ne. Ist ja komisch. Also er zeigt dann immer nur auf den Computer. Tja, jetzt haben wir die Karte. Ah, okay, mit der Karte. Alles klar. What are you doing? Alter, was ist das denn? Ja, noch so eine Psychose. Alter, heftig. Our secret below, ja. Heftig, heftig. War ein kurzes Demo, aber ist geil. Also gefällt mir auf jeden Fall. Würde ich mir kaufen. Also, wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und abonniert den Kanal. Und dann würden wir uns freuen, wenn das Original-Game draußen ist. Dann werden wir das auf jeden Fall in Gänze zocken. Dann danke für eure Aufmerksamkeit.